Warte mal, das heißt, wenn wir müssen, um den hier zu finden, müssen wir erstmal den Leuten hier helfen. Und die werden uns dann sagen, wo der ist. Okay. Dann wahrscheinlich müssen wir bei dem, den hier, okay. So schaffe ich auch jetzt darauf, wäre zu erfahren, was da drin ist. Das würde ich ganz kurz zurückstellen, weil ich habe ja gesagt, ich wäre ganz kurz mal eben den Stier da versuchen und den Kultisten. So. Ich kann mir vorstellen, wenn wir da erst angefangen haben, dass wir da dann ewig dran sind und dass sich das dann irgendwann verläuft und dass wir dann gar nicht mehr den Stier machen. Deshalb machen wir ihn jetzt. Ohne Umwege direkt dahin. Ich hoffe, es hält uns nichts auf. Ich hoffe, wir finden ihn. Selbstverständlich nehmen wir natürlich auch hier den Aussichtspunkt mit. So, ich will mal kurz gleich interessieren, wie viele Aussichtspunkte wir überhaupt schon haben. Und wie viele wir noch finden können. Fähigkeit, war doch unter Fähigkeit, genau. 26 weitere Aussichtspunkte brauchen wir, damit er seine Fähigkeit verbessert. Hm. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, und irgendwo hier in einem Sumpfgebiet westlich soll der sein. Der Stier. Im westlichen Teil. Wahrscheinlich, das sieht doch eher sumpfmäßig aus. Geh mal da. Also ich hoffe mal, dass wir den schaffen. Wenn nicht, dann oder hier vorne ist der Sumpf schon. Ist noch kein Sumpf. Das geht jetzt nicht. Ich habe eine andere Mission. Und ich werde sie nie beenden, wenn ich dir jetzt helfe. Ich komme später nochmal. Oh, manchmal muss man einfach konsequent sein und direkt dahin reiten, wo man hin möchte. So. Wir streifen den westlichen Teil. Da. Okay. Ich habe jetzt gedacht, das fügt unserem Pferd mehr Schaden zu. Wie kommen wir denn da jetzt hoch? Wieso greifst du mich an? So nicht, ja?
Ihr habt zuerst angegriffen. Finde ich aber cool hier. Ah. Oh nein. Was sollte das denn? Das Militär verdächtigt mich, Abtrünnige von der Front rauszuschmuggeln. Oh oh. Habe ich einen Fehler gemacht? Ja, na gut, sie wussten, dass ich es tue. Mhm. Oh, verfluchte Wachen! Sie schlagen hart zu. Hast du auf dem Weg hierher einen Mann gesehen? Einen dürren Idioten in den Farben der Armee? Nein, ich habe auf dem Weg hierher niemanden gesehen. Er hätte längst hier sein sollen. Er muss in die andere Richtung gelaufen sein, aus Angst vor den Wachen. Dieser Narr, er sollte nur auf mich hören. Du musst ihm nahestehen, wenn du dein Leben für ihn riskierst. Oder er hat dich sehr gut bezahlt. Aber ich tat es für das Mädchen. Mädchen? Welches Mädchen? Seine Frau? Es geht immer um ein Mädchen, nicht wahr? Naja, er wurde zwangsrekrutiert. Und sie weinte unentwegt. Und ich bin gut darin, Leute verschwinden zu lassen. Aber anders als du es tust. Also wollte ich ihnen helfen, wieder zusammenzukommen. Es war nett, dass du geholfen hast. Du wolltest sie vorführen. Man findet kaum noch jemanden mit einem guten Herzen. Wir alle haben jemanden, auf den wir aufpassen wollen. Oder aufpassen müssen. Ja, das stimmt. Wir müssen jetzt zu Isabel, ich meine zu seiner Frau. Wenn die Wachen hinter mir her waren, ist sie auch in Gefahr. Bitte geh zu ihr. Ich komme nach, wenn ich kann, und bringe sie in Sicherheit. Ich werde sie beschützen. Wie komme ich zu ihr? Folge der Straße nach Kydonia. Ihr Haus ist auf der linken Seite. Suche nach grünem Stoff am Türpfosten. Schnell! Ich komme nach, sobald ich kann. Chera. Ja, ich folge der Straße, nachdem ich einem Stier begegnet bin. Wieso helfe ich den Leuten hier eigentlich immer? So. Ein Stier. Bin ich auf dem Weg noch irgendwie ein Wolf oder so, den ich zähmen könnte? Oder ein Löwe? Wen haben wir denn da? Den Vater des Minotauros. Fetischer Stier. Was? Ist der jetzt anfälliger gegen Feuer, oder? Gegen Gift. Was machst du eigentlich da? Oh. So, erstmal treten. Denn ist ganz wichtig. Was? Okay. Ah, okay, da muss ich mich erstmal heilen. Oh. Okay, mit dem Hufschlag hätte ich jetzt rechnen müssen. Mit dem Hufschlag hätte man da ruhig rechnen können.
Heilung, Heilung! Okay, ich muss mir irgendwas ausdenken. Ich muss mir irgendetwas ausdenken, was jetzt funktionieren könnte. Irgendetwas. Jetzt. Feuer ist ja normalerweise. Boah. Nein. Boah, guck, Gott sei Dank ausgewichen, ey. Okay. Einmal Heilung habe ich wieder. Für den Notfall. Boah. Also, der hat einen ganz schön auf Trab gehalten. Der Löwe war, ich glaube, bisher am stärksten. Und der Eber war am nervigsten, weil die ganze Zeit die kleine Eber dazu gerufen hat. Oh. Okay. Jetzt können wir der Frau von... Ne, nicht der Frau von ihm, sondern die Frau von dem Auftraggeber helfen. Ich hoffe, das lohnt sich auch am Ende. So. Sie wohnt in Kleinägypten in Mesara. Das Haus liegt im östlichen Teil von Kydonia. Kydonia, wo ist das denn? Folge der Straße. Das Kydonia? Ich gehe mal davon aus, ja. Ach, Moment mal. In Kydonia. Wir sind im kleinen Ägypten. Das heißt, wir müssen die Straße dahin. Und da ist auch unser Kultist. Ach. Es ist gut, wenn alles auf dem Weg liegt. Das erspart mir viel Laufarbeit. Ja, viel Laufen halt. Ja, echt gut, dass das Feuer jetzt so lange hält. Muss ich ja mal sagen, dass das echt gut. So, das war's mit dir. Anscheinend hat... Oh, oh. Da war ich ein bisschen vorschnell. Ich sah die toten Wachen draußen. Gute Arbeit, Söldner. Sie waren vor mir hier. Ich konnte nichts mehr tun, außer sie zu rächen. Sie hat mir vertraut, Söldner. Ich wollte nur, dass sie wieder lächelt. Doch was ich auch versucht habe, ich brachte ihr nur Schmerz. So ist es schon immer gewesen. Ich hätte ihr nicht von meinem dummen Plan erzählen sollen, sie mit ihrem Mann zu vereinen. Das ist alles meine Schuld, nicht wahr? Nein, ist es nicht. Niemand wollte, dass es so endet. Und schon gar nicht du. Wenn sie gelächelt hat, war alles in Ordnung, weißt du? Mir war egal, wen sie angelächelt hat. Du tatest dein Bestes. Aber das Beste ist niemals genug. Nein. Nein, ist es nicht.
Nimm das. Ich wollte es ihnen geben, wenn sie aus Kydonia entkommen sind. Als Reserve für schwere Zeiten. Jetzt brauchen sie ihn nicht mehr und ich kann den Anblick nicht ertragen. Nimm ihn als Bezahlung für deine Mühen. Und jetzt geh bitte. Armer, armer Mann. Der Kultist ist auch gleich arm dran. Ach komm, der Kultist ist näher. Eine Residenz, ja, das ist aber. Wohin geht er denn jetzt? Verlass mich doch nicht. Oder wenigstens hierhin. Dann brauche ich nicht hinter dir herlaufen. Du wolltest doch schon immer mal hier lang. Komm, links abbiegen. Jetzt, jetzt! Ach. Ja. Ich finde heraus, wer das war. Du das. Komm, ey. Reiß mich hier nicht an. Ach so, auch noch ein Söldner dazu. Das wird ja jetzt ein spaßig. Wieder jetzt ein spaßiges Duell, würde ich sagen. Jetzt! Hör auf, du Miese! Wow. Okay. Dass er jetzt ein Söldner kommt, habe ich nicht mitgerechnet. Oh, letzter Speicherpunkt. Wie weit? Hatte ich da den Stier schon? Ich hoffe. Oh Gott. Ja, also manchmal weiß ich auch nicht, wo die Söldner auf einmal auftauchen. Da hat die auch noch so ein hässliches Tier dabei, ey. Okay, hier. Ach ja, dann müsste ich jetzt, glaube ich, an der gleichen Stelle sitzen, oder? Oder nicht? Ja, doch. Der sitzt immer noch da hinten. Hier werden sie besonders wachsam sein. Ah. Was ist denn da los? Du hast nichts gesehen. Doch nichts. Ich töte dich! Ich habe dich und deine
Ich sehe hier nichts. Mach mal ganz kurz. Nein! Nein! Jetzt! Okay, dann war's mit ihm. Hast du dein Herz geschützt? Den Tod bestätigen. Oh. Nein, ein runter. Oh oh. Legt euch nicht mit mir an. So, und diesmal ohne Söldner. Ah, gehen wir kurz hier rein. Und uns dann mal eben den Kultist, ne? Wir haben ein Fragment bekommen. Das ist sehr gut. Fehlen uns nur noch zwei. Und wir haben eine neue Hose bekommen. Oder Hüfte, besser gesagt. Ja, 100% Gesundheitsbonus nach tödlichen Treffer. Abklingzeit seit einer Minute. Klingt doch auch gut. Und Kultistenhinweis. Und zwar für die. Oh, die hat einen Stab des Asklepios. Wandelt kritischen Schaden in Schaden um. Keine kritischen Treffer mehr. Okay. Ach, also sagt der eigentlich was, wenn wir jetzt da auf den gehen? Wie viele Pfeile hatte die denn? Ach, Moment. Aha. Wir sollten vielleicht erstmal gucken, was für Schwächen die hat. Das wäre wahrscheinlich optimal. Geringer Schaden durch Fernkampf. Fangzahnkauer hat die dabei. Ja, okay, das wusste ich ja auch schon. So. Dann endlich von der. Ach da. Nein, ey, geh runter. Da. Nehmen wir uns erstmal das Leder von der. Doch, komm. Die wirft direkt zwei. Wow. Nein. Die wirft immer zwei Bomben.